So, da bin ich wieder. Entschuldigung, hat gerade wieder geklingelt. Irgendwie klingelt es jetzt ständig zwischen den Aufnahmen, seitdem ich einen normalen Biorhythmus habe, wo normale Menschen auch wach sind. Da habe ich das Gefühl, während der Aufnahme, weil ich ja tagsüber jetzt aufnehme, klingelt es immer. Ich nehme tagsüber auf, aber gerade für Evil Within ist es ja sehr abgedunkelt. Wie man vielleicht, sieht man hier vielleicht ein bisschen im Hintergrund, ich weiß es gar nicht. Obwohl ein großes Licht auf mich scheint, damit man mich in der Webcam überhaupt sieht, sonst wäre ich jetzt komplett dunkel. Wo sind wir denn hier bloß? Sind wir jetzt nach oben gefahren? Wieso sieht es denn immer noch so scheiße aus? Wir müssten doch jetzt theoretisch zur Kirche kommen. Und wahrscheinlich ist das Kapitel genau jetzt abgeschlossen. Egal wo wir sind, überall steht medizinisches Equipment rum. Warum? Das ist doch nicht normal für eine Bank. Bett. Wieso, warum sollte man... Ich will es nicht wissen. Bestimmt die Freundin vom Josef, die da drin rumgammelt. Was haben wir da? Eine Spritze? Da können wir sogar mal eine gebrauchen, ausnahmsweise. Sonst brauchen wir immer nicht so viele. Kriegen wir den Schrank auf? Nein, natürlich nicht. Der ist viel zu schwer zum Aufmachen. Die ganzen Dinger hier kriegen wir wahrscheinlich auch nicht auf. Eine Wirbelsäule. Und ein Gehirn mit... Nervensystem oder mit dem Feudel. Ich weiß es nicht genau. Und hier sehen wir die Anatomie eines Wolfes, wie es aussieht. Ein Wolf, ja, natürlich. Ein Wolf und ein Hund da oben rechts. Oder vielleicht ist es auch ein Wolf. Sentinel. Das heißt, wir werden eventuell auch noch gegen Wölfe kämpfen dürfen. Ich weiß es nicht. Hier haben wir... Oh, da liegt noch was. Da ist eine Miniaturausgabe eines Gehirns. Und da haben wir noch irgendwelche komischen Schlumpis. Was steht da? 9 steht da oben drüber, glaube ich. Und das sind irgendwelche Schlumpis auf dem Bild. Ich weiß nicht genau, irgendwelche Viecher wahrscheinlich, die hier medizinisch, naja, missbraucht werden. Was steht denn hier drin? Notiz Nummer 1 aus Friedhofslabor. Es muss Gottes Wille gewesen sein, dass diese beiden Waisenzwillinge überlebt haben. Sie wurden getauft und ihnen wurde Medizin verabreicht. 9 und sein Bruder 10 erholten sich schnell, aber ebenso schnell schritt auch ihre Entstellung voran. Natürlich sind es Zwillinge, aber aus irgendeinem Grund ist ihr Wachstum absolut identisch. 12 Stunden nach Verabreichung des Serums. 9, 122,4 cm bei 28,2 kg, ebenso wie 10. Die Körpertemperatur steigt, offenkundig Schmerzen in unteren Extremitäten. 24 Stunden nach Verabreichung des Serums, 9, 125,8 cm bei 29,4 kg Körpergewicht, 10 ebenso. Stabilisierung der Lebenszeichen, Schlaf in kurzen Intervallen. 36 Stunden nach Verabreichung des Serums, 138,9 cm bei 34 kg, beide halb bewusstlos, Gespräch mit imaginärer Person. Wahrscheinlich mit Rovento. Wahrscheinlich mit Herrn Rovento. 48 Stunden nach Verabreichung des Serums. 145,7 cm bei 46,9 Kilo. Unruhig. Sedativum verabreicht. Und das da auf dem Bild ist wahrscheinlich... Links ist wahrscheinlich 9 und rechts ist 10. Ich weiß es gar nicht. Aber steht drüber nur 9. Und die Frage ist natürlich, die sich da abermals stellt, ist das hier einer von beiden? Wenn ja, sieht er nicht sehr höflich aus. Vielleicht sind es auch die beiden, die uns angegriffen haben. Und ich kann es nicht genau sagen. Ich kann ja hier eh nur mutmaßen. Aber ich höre, wir werden nicht lange alleine sein. Das hört sich an wie ein wild gewordenes... wie ein wild gewordener Eber. Ich mache gerade mal kein Licht an, denn ich habe immer das Gefühl, das Licht uns verrät. Alter, wir müssen das Kapitel doch langsam mal abgeschlossen haben. Ist es der Michelin-Mann? Vor allen Dingen, wir haben doch gerade gegen einen Kettensägen-Heinz gekämpft und... Wir können doch jetzt nicht... Was ist denn... Das ist ein Wolf. Das ist irgendein... Ich will da nicht gegen kämpfen. Schlaf, mein bester Schlaf. Josef, schleich. Okay.
Ist ja gut, ich will nur die Suppe. Ich will nur die Suppe. Der Rest, der ist mir Schnuppe. Ich hoffe, wir müssen nicht gegen das Spiel, gegen das Ding kämpfen. Oh, ich muss das Let's Play abbrechen. Leider ist mein Rechner kaputt. Wie man sieht, es ruckelt ab und zu mal. Da kann ich nicht weiterspielen, da die Qualität geht über alles. Ich muss leider das Let's Play vor. Ich will nicht gegen das Ding kämpfen. Ich bin doch nicht bescheuert. Was hat denn der für ein Schweif? Und was hat's mit dem Stacheldraht immer auf sich, frage ich mich. Wieso werden alle Kreaturen von Stacheldraht durchzogen? Das kann ja nicht biologisch zu erklären sein. Das muss ja entweder was Übernatürliches sein, oder wir bilden es uns nur ein. Ich will nicht gegen den Wolf kämpfen. Nein. La 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 la. Da wir hier nicht durchkommen, probieren wir es mal hier. Da geht's wieder rein. Ich weiß nicht genau, sind wir jetzt bei der Kirche oder nicht? Kriegst du das auf? Ich brauche eine Stunde. Nein, hau mal auf! Hallo? Ja. Nein, nicht bucken. Bucken, vor allen Dingen. Was macht denn der Wolf? Der raschelt im Gebüsch. Das finde ich ja toll. Das ist natürlich super Wolfsverhalten. Scheiße. Explosivbolzen. Egal, wir probieren es mal. Toll. Hat gut geklappt. Vielleicht nicht explosiv genug. Ich weiß es nicht. Mann, und der Josef. Der Josef liegt wieder rum. Der Josef ist echt der nutzloseste NPC der Welt. Was? Willst du mich verarschen? Das darf doch nicht wahr sein. Der ruppt sich da mal raus. Wo, was bringen denn diese scheiß Bolzen überhaupt? So, dann kommt er immer angelaufen aus den Büschen. Alter, ich konnte gar nicht... Das scheiß Menü. Ich konnte gerade gar nicht schießen, so schnell wie der Wolf da war. Willst du mich verarschen? Hallo Thorsen-Freunde! Wie soll ich denn gegen den vorgehen jetzt? Wie soll ich denn gegen den vorgehen? Das ist mir echt ein Rätsel. Wir können keine Dingens... Die Explosionsdinger wirft ihr einfach ab. Was ist das für eine Scheiße? Huch! Wo kommen die Viecher jetzt her? Okay, mir echt ein Rätsel. Der kann doch die Gefrierbolzen theoretisch nicht abwerfen, oder? Wahrscheinlich doch. Na super, ich sehe hier gar nichts. Ich verstecke mich einfach hinter Josef. Da hinten geht's hoch, aber wahrscheinlich kommt man da nicht raus. Alter, ich sehe hier nichts bei diesen Büschen immer. Das gibt's gar nicht. Ich kann gar nicht so schnell zielen. Elektro, da liegt Elektro rum. Da, ich kann nicht so schnell schießen, wie der Wolf da ist. Das ist doch nicht richtig. Hallo, liebe Thorsen-Freunde. Was ist das denn für eine Kacke? Das ist doch Kacke. Verkackte Kacke mit Reis. Scheiße, Elende. Ich bin ein Blendbolzen. Ich habe gerade den Elektrobolzen gesehen. Also Elektro wird funktionieren. Wahrscheinlich genau wie Eis. Das Problem ist nur, ich kann nicht so schnell zielen. Vor allen Dingen nicht mit dem Gamepad. Davon mal abgesehen. Hier... Achso, ich... Was mache ich denn? Hier Bolzen. Was? Nein, ich will keine Info. Ich will wechseln. So. Nein. Wie wär's denn mit hier? Können wir uns da nicht durchquetschen? Nein, können wir nicht.
Das klappt ja super. Shotgun. Haben wir hier extra... Nein, Mann! Wieso macht ihr denn immer das verkackte Menü auf? Na los, Streichholz! Nein, das gibt's doch nicht! Und da rappelt er wieder am Busch. Leck mich doch am Arsch. So, ich hau mir erstmal eine Spritze in den Arm. Der ist einfach zu schnell. Der Bruder. Und das mit dem Eis dauert mir zu lange, ehrlich gesagt. Da probiere ich tatsächlich mal lieber den Schockbolzen. Das klappt ja spitze. Ich sehe nichts. Ach, ist schon wieder der Eisbolzen. Na, das klappt ja prima. Das kann man sich nur so, das kann man sich nur ausdenken. Gemütlich nachladen. Nein! Mann! Nein! Das gibt's doch, Alter. Ich fick das Menü. Joseph. Was ist? Ich habe meine Brille fallen lassen. Willst du mich verarschen? Der kommt zurück jetzt, oder was? Ich musste gerade den Kampf abbrechen, weil der Wolf einfach zurückkommt. Ist das der Grund? Ich habe schon wieder Frost eingelegt. Ich wollte doch gar keinen Frost einlegen. Bin ich doof? Ich bin offenbar doof, oder ich... Den kann man nochmal machen, das ist gar kein Problem. Ich wollte doch den einlegen. Erstens, wo ist denn Josef hin? Ach, der steht noch da unten. Der will doch jetzt nicht ernsthaft seine Brille haben. Wir müssen doch jetzt nicht ernsthaft wegen der Brille nochmal zum Wolf. Ist der bescheuert? Was ist das denn für eine beschissene Idee? Dann geh doch selber, du Spaten. Wir müssen ernsthaft wegen seiner bescheuerten Brille nochmal zum Wolf. Wegen der Brille, die offensichtlich aus Fensterglas war, wie wir gesehen haben in der Zwischensequenz, denn es hat sich nichts vergrößert oder verkleinert. Die ist eine beschissene, so eine Hipsterbrille aus Fensterglas. Und der beschissene Josef Hipster will, dass wir mit seiner beschissenen Josef Hipsterbrille zurück zum beschissenen Wolf gehen. Alter, ich krieg Pickel bei dem Spiel. Was ist denn jetzt? Hallo? Ah ja. Jetzt geht er durch. Ah ja, der feine Herr bequemt sich mal. Das sieht gut aus. Erstmal Heroin in den Arm rammen, dann sieht der Wolf ganz freundlich aus. Und wir machen jetzt mal, Alter, wegen dieser scheiß beschissenen Fensterglasbrille, das glaubst du ja selber nicht. Wer ist denn so bescheuert und lässt dann seinen Partner da nochmal reingehen? Ich hab eine Brille fallen lassen. Oh, mein Hosenknopf ist abgesprungen. Kannst du vielleicht nochmal in die Atombombe laufen? Nein, ich reg mich nicht auf. So, jetzt nochmal auf die Shotgun. Sebastian, ich lenke es ab und du suchst sie. Toll, danke, dass du den Elektrobolzen verkackt hast, Junge.
Josefs Brille. Josef trägt diese Brille, seit Sebastian ihn kennt. Also ungefähr seit 2 Stunden. So, pass mal auf. Ich lade jetzt nochmal die Knarre gerade eben auf. Ach, die ist schon aufgeladen. Alles klar, dann brauchen wir das auch nicht. Ach, halt. Das nehme ich jetzt auch nochmal. Die Gehirnsuppe nehme ich mal mit. So. Und schnell durchhuschen. Schnell durchhuschen. Jetzt sind wir schnell durchgehuscht. Entschuldigung. Es geht nicht nur darum, nicht sehen zu können, sondern sich normal zu fühlen. Ist schon gut. Lass uns Kidman suchen. Oh, wegen seiner Gefühle schickt uns der feine Herr Josef zum Wolf, weil er sich nicht normal fühlt. Ist mir egal, ob du krepierst. Hauptsache, ich habe ein schönes Gefühl dabei. Was ist das denn für eine Scheiße, Alter? Das kannst du doch keinem erzählen. So. Scheiße, Joseph. So ein Aufwand für eine Brille. Ach. Hätte ich ja schon 3-mal sagen können. Hab ich wahrscheinlich auch. Ich rante doch nicht. Das ist einfach nur, Alter, ganz ehrlich, rante Pocher hier gerade. So, wir sind bei der Kirche angelangt. Immerhin. Das ist was Gutes. Glaube ich. Keine Ahnung, ob wir heute Messe haben. Nicht, dass da drin gerade ein paar nackte Jungs ausgepeitscht werden. Da will ich nicht stören. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei The Evil Within, das Böse innen drinnen. Und wir sind jetzt Kapitel 7, der Wächter. Und ich habe jetzt, die Ränder sind wieder weg, ne, und es läuft wieder flüssig. Es lag tatsächlich, es tut mir leid für die letzte Aufnahme, es lag einfach daran, das Ruckeln lag nicht am Spiel. Es lag tatsächlich daran, also 4K läuft ja auch einfach flüssig, es liegt einfach daran, es lag einfach daran, dass mir der Rechner abgeschmiert ist. Die Platte war im Arsch. Die Systemplatte war im Arsch. Und deswegen sind mir auch zig Spiele abgestürzt. Also ich vermute, dass es deswegen war. Inzwischen ist es nicht mehr so. Jetzt habe ich nur noch Probleme, irgendwie, naja, die alten Einstellungen wiederzufinden und so weiter und so fort. Weil ich die irgendwie nur kurz vorher alle gemacht habe, aber noch nicht alles gesichert. Jedenfalls jetzt wieder The Evil Within. Wir sind jetzt in der Kirche und unser, in der Kirche, Entschuldigung, unser Freund, der Josef, der ist schon ganz andächtig da vorne. Und hier sieht's auch wieder geil aus. Da möchte ich, da gibt es kein Vertun. Hier sieht es wieder geil aus. Letztes Kapitel war, also Kapitel 6, war nicht mein Lieblingskapitel. Weil Shooter, ja, ist auch egal. Komm, wir hatten da, ich will das gar nicht lange erklären. Ist ja egal, ihr habt ja alle selber gesehen. Es wurde vom Horrorspiel zum Shooterspiel. Und das ist ja was anderes. Oh. Das kam aus der Nähe. Ich höre einen ängstlichen Bub, Josef, und ich höre einen kleinen Jungen und eine Frau, die sagt, ich bin da, ich bin da. Und das wird wahrscheinlich unsere Frau, unsere Miss Wett T-Shirt-Dame sein. Zuckerarsch ist wieder da. Was ist denn mit dem? Der ist doch ganz erschöpft davon, dass er seine Brille wieder aufsetzen musste. Hey, Joseph, geht's dir gut? Naja, Leertaste reden, man sieht es bereits. Achso, eine Neuerung, es tut mir leid, dass ich hier ein bisschen rumeidle. Eine Neuerung, ich spiele jetzt mit Tastatur. Ich kenne die ganzen Befehle nicht auswendig, ich habe die ganze Zeit vorher mit Gamepad gespielt. Ich bin jetzt wegen eurer Kommentare umgestiegen auf die Tastatur, weil zahlreiche Leute geschrieben haben, Tastatur ist viel geiler, wurde viel besser umgesetzt. Spiel bloß nicht mit dem Gamepad. Jetzt spiele ich bloß nicht mit dem Gamepad. Das Gamepad liegt hier, ist in Retirement gegangen. Und wir spielen jetzt mal versuchsweise mit der Tastatur. Wenn ich verkacke, liegt es nur daran. Es sind nicht meine mangelnden Spielskills, es liegt an der Tastatur. Schämlich. So, wir reden jetzt mit der Leertaste. Hallo Leertaste. Sebastian, hast du schon mal den Drang verspürt, einfach zu springen? Von ganz weit oben. Oder wenn die U-Bahn kommt. Stell dir vor, du spürst diesen Drang 1 Minute lang. Dann 2 Minuten. Du hast es jetzt schon 3-mal bekämpft, Joseph.
Du bekommst das in den Griff. Du hörst nicht zu. Ich habe keine Angst, es zu bekämpfen, Sebastian. Ich habe Angst, es nicht mehr beenden zu wollen. Ein Teil von mir will sich verwandeln. Ich weiß nicht. Und ich kann es auch nicht erklären. Es reicht tiefer. Es ist ein Instinkt. Und er wird stärker. Warte. Das könnte... Na nü, schon wieder so ein Sturz. Das hatten wir doch neulich. Alles okay? Oh ja, leichte Kopfschmerzen. Ich hab auch. Oh. Oh, seitdem ich das spiele, habe ich auch leichte Kopfschmerzen. Ist ganz komisch. Aber jetzt finde ich es wieder geil gerade. Komisch. Also nach Kapitel 6 war wirklich furchtbar. Jetzt finde ich es wieder geil. Es ist einfach ein Wechselbad der Gefühle. Ich bin das gar nicht gewohnt mit Bädern. Ich traue mich gar nicht darunter lang zu gehen, weil das so spitz aussah. Okay, Q war hier Lampe, ne? Genau. Ich habe mir die Belegung vorher mal ein bisschen angeschaut. Was liegt denn da? Ein bisschen Suppe. 300 Süppchen ist dabei. Hier mache ich das Q mal wieder aus. Wer zündet denn hier die ganzen Kerzen, Mann?